So, Hallihallöchen, Hänsel-Peter hier und Nico, Hallöchen. Hallihallöchen. Hier. Warte, hier könnten wir schon durch, ne? Und dann kommen wir drüben. Ah, hier ist eh ein Schreinteil drin. Yes. Dann können wir drüben den Kronkorken umbolzen. Wie ist der denn umgefallen? Irgendwie, falls ihr auch gefallen ist, wir sind ja schon Level 21. Ja. Aber dieser Damage-Wert, den wir drücken, der ist immer noch im extrem niedrigen Bereich. Irgendwie. Ja, ja, doch, hast euch schon recht. Also klar, es sind viele Zahlen und alles, aber praktisch vom reinen Wert. Ich glaube, sobald Tiny Tina durch ist, werde ich erstmal wieder Borderlands 3 spielen. Ja, dann können wir ja mal hier die Achievements noch zu Ende fahren. Gleich alles Lebendige. Machen wir das offscreen oder eher mit das aufnehmen? Offscreen. So ist für eine Aufnahme überhaupt nicht spannend. Hast du eigentlich einen vierten Spieler für Pre-Sequel? Nö. Okay. Ich hab doch keine Freunde. Eine neue Ladung Feiglinge zum Töten. Also keine zuverlässigen. Ich freue mich auf die Vier-Mann-Cap-Runde, Mann. Das wird ein Chaos. Ich weiß nicht, ob wir das durchschaffen. Ich glaube, es ist nicht möglich, es durchzuschaffen. Das wird schon aber richtig hart witzig. Ja. Oha, jetzt schon ein Schreinteil, das ist schnell. Du bist ein Schreinteil? Du bist ein Schreinteil? Du kriegst ein Schreinteil. Danke, Tina. Gab's keine Truhe? Nee. Okay. Nur eine Wave-Fass, ja. Cool. Ich frage mich, wie man hier diese Shortcuts irgendwann überwinden kann. Vielleicht wird ja noch genügend Wasser aufgefüllt, dass hier. Schwimmen können wir ja nicht. Ja, vielleicht. Ja, aber vielleicht kommt. Ich weiß nicht. Ja, guck mal, da ist ein Würfel. Halt, da ist ja auch nochmal ein Shortcut. Vor dir siehst du eine aufgestellte Brücke. Wozu ist sie so nützlich? Wenn du ihr einen Schlag verpasst, könnte sie brauchbar sein. Ist hier was bei dir, wo ich bin? Nö. Also Algen, Korallen, aber ansonsten nicht. Okay, weil hier ist irgendwie komisch, dass man hier nicht hin kann. Aber vielleicht wird das später aufgedeckt, denn ich hab's wieder vergessen. Hey, du da! Hilf mir im Namen der Forschung! Giftiger Seetang versperrt euch den Weg. Eure Quest verzögert sich, bis ihr einen Weg daran vorbeigefunden habt. Statt zu schmelzen, verwandelt sich der Seetang zu Stein! Er ist zu einem Felsen geworden. Verdammt und zugenäht! Die Lösung ist noch nicht bereit. Ich brauche reine Rotzessenz. Du findest sie in einer Höhle in der Nähe. Ja, jetzt ist sie da. Okay. Jetzt ist das ein Ding aufgedacht. Aber warum kommt die nicht einfach, like, so, dass man sie nicht entern kann davor? Like, das wäre doch besser. Du bist in der Nähe der reinen Rotzessenz. Kämpfe weiter. Okay, Alter, wir holen uns die reine Rotzessenz. Ich habe einfach noch nicht getroffen. Voll und frisch. Wenn du Ärger suchst, den kannst du haben. Mein Leben. Ah, du hast wieder die Fähigkeit, bei der du Leben opferst, ne? Ja, das ist diese Explosion, richtig. Bereit zum Zaubern! Ich könnte hier mal Polymorph versuchen, wenn es dich interessiert. Oh ja, mach den Lulu. Warte, dann lass mal die Krabbe am Leben kurz. Ich hätte jetzt schon hart Bock auf League of Legends eine Runde Lulu. Hä?
War ein guter Polymorph. Jetzt. Polymorph, der hatte, oh jo. Das war ja, nee. Meine Explosion ist cooler. Aber ich habe den fucking Hammer Mjölnir, also ich werde ja einfach vor. Quasi. Dementsprechend ist mein schon cooler. Das wäre also erledigt. Das einzige ungünstige ist, also mein Hammer macht ja so ein Schockfeld, ne? Ja. Das einzige ungünstige ist da tatsächlich, dass ich die Gegner, wenn ich die treffe, haue ich die so ein bisschen weg. Und damit halt teilweise auch aus dem Schockfeld. Ja, das ist super weird. Also sieht schon super cool aus und alles. Aber ja, ich nimmt halt was vom Nutzen. Die reine Rotzessenz ist so nah, dass man sie riechen kann. Sie wird schwer bewacht sein. Alter, ja. Sniff the pure Rotz. Ja, pure Snot. Pure Snot. Tief einatmen. Du bist schlecht im Kämpfen. Die Magie ist verbraucht. Ah, hier ist eine Badass Knochen-Krabby bei mir. Komm, bleib im Elektroding, bleib im Elektroding, Arsch. Ich mach die im Nahkampf. Die reine Rotze. Hell yeah. Schnell, heb sie auf. Genieße die Erfahrung. Hat mich ein bisschen angeturnt. Same. Ich hab deinen Ratz. Perfekt! Damit kann ich die Lösung fertigstellen. Träufle diese verbesserte Meeresalgenlösung auf den Seetang, der dir den Weg versperrt. Ich bin der weltbeste Alchemist. Der Seetang schmilzt und gibt den Weg frei. Wenn du einige meiner Brüder siehst, hilf ihnen. Das haben sie nötig. Ich glaube, du hast da drin schon so viel Würfel gesammelt, dass es 12% fertig macht. Das ist nicht viel, ja? Ich sage nichts. Ich will mehr Schreine fertig machen. Ich will die coolen passiven Boni. Das sollte der Ort sein. Such das Fliegedings und erledige. Der Schrein haben wir ja nur einen Teil. Und ich weiß nur, wo zwei mehr sind. Insgesamt gibt es 6 Schreine, glaube ich. Yes. Ja. Aber die kommen alle halt per Gebiet. Also Erfahrungsgewinn, kritischer Schaden, Beuteglück. 25% Beuteglück. Und irgendwas mit Mondkugeln. Das wird der letzte. Aber was soll das mit Mondkugeln? Ich habe noch nie Mondkugeln bekommen, du? Ich habe nur einmal von anderen Charakter bekommen, ich weiß nicht wie. Ja, am Anfang hatte man. Aber. Level up. Nächstes Kutte. Ich habe auch noch halbe Level. Level 24 wird interessant, da ist dann Keystone.
Ein Festmahl für die Würmer. Schon bald wird. Du hast keine Chance gegen Wir sind nämlich knochenhart. Ich werde das Schild sein! Gestorben! Ich bin ein sprechendes Fett! Geh in Flammen auf! Aus, hab ich gesagt! Ich kann es kaum erwarten, das Fliegedings in die Hände zu bekommen. Such weiter. Ich habe all die Magie, die ich brauche. Oh, warte, ich brauche die. Ich nehme die blaue Pistole. Ja, nimm. Ah, ich bin noch nicht das Level dafür. Ja, nimm trotzdem. Ja, ja, ich werde es danach sofort austauschen. Ich glaube, ich verkaufe es nicht bis dahin auch so sehen. Das Fliegedings muss da drin sein. Schaff dir das Gesindel vom Hals. Hey, wer dings da zum Ermord? Ich wette, du wärst vorhin lieber weggerannt. Das kann ich gut gebrauchen. Da sind irgendwelche Geschütze an der Decke, oder? Ah, Elektro. Noch kannst du weglaufen. Ah, hier ist der Badass. Der Badass. Das Fliegedings muss in dieser Truhe sein. Ich kann es kaum erwarten. Hast du nicht gesehen? Was? Was du aufgehoben hast? Und Fliegedings. Ja, the legendary bow. Ein Bogen. Ja. Er ist perfekt. Genau der legendäre Style, der meine Marke nach vorne pusht. Danke. Ein Autogramm gibt's aber nicht. Ich habe meine Lebensgeschichte bereits an ein oder zwei Baden verkauft. Zeit, sich zurückzulehnen und die Tantiemen auszukosten. Bohnenstange in Gefahr. Da treibe ich so im Ozean rum, genieße die Meeresluft und so. Und was passiert? Der Ozean fliegt einfach in die Luft. Und jetzt sitze ich hier draußen fest und backe in der Sonne wie eine... Okay, ja, wie eine gebackene Bohne. Aber hey, wenn du mir was Gutes tun willst, pflanz mich irgendwo ein. Würdest du ihr vertrauen? Warte. Ich schaue gerade auf der Overworld. Etwas. Okay. Ja. Wuhu! Ja, Meine Güte, habe ich ein Glück, dass du gekommen bist. Ich dachte, um mich wäre es geschehen. Und jetzt lass uns einen schöneren Ort finden, wo ich, sprießen kann. Da hier rechts ist, meinst du, da ist ein... Da drüben könnte eventuell ein Schreitteil ja, sein. Bei das dir? Sind beide, die ich kenne. Ah, okay. Bei da, wo du hin warst, ist auch richtig. Okay. Aber das vierte weiß ich nicht, wo es ist. Das ist okay. Mal für die Würmer. Die sind so blöd aufgeteilt. Ich geh links!
Ich gehe mein links. Warnschüsse sind nicht mein Ding. Ich habe ihn gerettet, aber eigentlich hat er mich gerettet. Erhebe dich, nicht ganz so attraktiver Lakai. Du tauchst auf und alles ist wegen der Spell Nate so voll in Flammen. Ja, das ist ein sehr cooler Spell. Oh ja. Abspross und Zauberschuss. So soll das also laufen. Bleib halt stehen, okay. Was war gerade mit dem Kleinen los, Alter? Der hat sich gestreckt, okay? Der hat die T-Post. Mehr hat er nicht gemacht, er hat geteepost. Du, wenn du in seiner Stelle wärst, würdest du. Warte, hier ist nochmal ein kleiner, ich will den anschauen. Oh, ist er klein. Au, er hat Granaten. Nur Staub soll übrig bleiben. Danke fürs Nachlassen, Idiot. Hammer der Ewigkeit. Mein Schatten macht keinen Schaden. Schürze. Wer ist ein ja, guter da Junge? Brauchst du was Cooleres. Yep, brauche ich wirklich. Ich kann es kaum erwarten, mit Zaubern um mich zu werfen. Vielleicht kommen die Mondkugeln erst mit dem Mythos-Rang so richtig. Ja, oder DLCs oder sowas. Weil diese Seelen, diese extra Dinge ist ja auch nur DLC, denke ich. Dann müsste es ja im DLC aber den Schrein geben. Dann müsste der DLC eine Overworld haben. Who knows? Oder die haben denn die Overworld hier verändert. Ach stimmt, du hast recht, das ist ein Overworld-Ding. Nee, dann hast du recht, dann ist es glaube ich einfach so ein Late-Game. Aber ich glaube, die Mondkugeln war bei dieser DLC-Maschine. Ne, die waren, das waren Seelen. Ach, Seelen, oh. Die okay. Level up! Verdammt, du holst. Oh, ein. Schaffst du's? Ja, ja. Sonst schreie ich beim nächsten Mal gut, extrem gut aussehender Mann am Boden. Warte kurz. Das jetzt. Okay, dann haben wir da hinten noch. Kein Random Encounter triggern. Hat sie, wieso sagt sie nichts? Jetzt bin ich unsicher. Aber sie hat vorhin was gesagt. Ja, das war, weil ich vor dem Ding war. Aber es müsste einer sein, das sehen wir ja dann, I guess. So langsam gewöhne ich mich ans Töten. Doch, also irgendwie, manchmal nehme ich Blitzschaden durch meinen Hammer und manchmal nicht. Weird. Super weird. Oh, hier ist ein Badass. Das ist eine sehr ihr verwirrt gleich alles Lebendige. Ha!
Verdammt! Treffer! Sie fallen vor dir! Oh boy. Ich muss bald zu einem Automaten. Ich auch. Okay. Geht's ihm gut da hinten? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Er stand einfach nur da. Legit Lebenswillen verloren. Heißen die eigentlich auch bei dir, also nicht auch, bei mir ist es ja nicht, aber heißt die bei dir Pirat Sternchen innen? Piratenschütz innen. Hä, ist es bei dir jetzt doch gegendert oder was? Nein, ist es nicht, aber ich war verwundert, bei dir ist. Nee, das hier, ach so! Ach halt, Moment! Wir haben die zwei Geschlechter. Wir haben Pirat Sternchen in. Aber wir haben auch die Piratin. Wow. 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 Okay. Das. Hä? Ist das nicht schön? Das kannst du nicht ausdenken. Das ist ja. Wie scheiße. Ja, das war der ganze Kampf. Nein, doch. Wir machen ja ein Shrine Piece. Denke ich mal. Okay. Spinnenkrabbe, die sind auch nicht gegendert. Denn wer weiß, ob die sich nicht auch irgendwie so als Spinnenkrab in identifiziert hat. Drei Minus. Oder die Korallenkrab in. Ich brenne alles nieder. Ich finde es auf Englisch eigentlich halt echt gut gelöst. Da kannst du halt einfach auswählen, was du sein willst. Englisch ist them, she, her, das ist super top. Du kannst auch dich mit dem Duzen und Siezen nicht vertun, weil es halt nur you gibt. Ja. Das Beste ist dann halt auch, das ist schön, du kannst männliche Stimmen nehmen und weiblichen Körper und sowas. Körper ist this one und that one. Steht nicht männlich, weil es ist super top gelöst. Ja. Aber der Rest, like auf Deutsch meine ich, like what the fuck, warum? Ich weiß nicht, wir haben politisch noch zu wenig und ich weiß es nicht. Bist du blöd genug, dich mit mir anzulegen? Ein Sturm zieht auf! Mann, ich mag die Krabben nicht, die vergraben sich die ganze Zeit. Ha, geh dich vergraben. Basically. Ja, basically. Nur Staub soll übrig bleiben. Nein! Ich wollte es nicht fallen lassen, warte, ich will das wieder aufheben. Hier, guck mal. Hast du den Skin schon, den ich gedroppt hab? Nö. Hast du den Skin schon, den ich gedroppt hab? Ja. Okay. So. Sieht mir noch nach dem Shrine Piece Fight aus. Naja, das sieht mir nach dem Schreien aus. Blei in deine Brust. Geil. Schlecht gekämpft, aber gut gestaut. Du wirst
niemandem irgendwelche Geschichten erzählt. Lade nach! Nicht die Säge! Ich hab mehr der Dunkelheit weg! Dumm gelaufen! Genau so wollten sie das! Schick mich zur Hölle! Das ist ein fröhlicher Hier ist ein Badass Pirate Captain. Ich glaube, mit dem machen wird der Obelisk aktiviert. Obwohl, der scheint schon gleich. Oh ja. Captain Swallow? Ja, Captain Swallow. Und, ah, aber das darf eine Frau sein, okay. Keine Captain. Captainin Swallow? Ach, I don't know. Schaffst du's? Weiß ich nicht. Ja, anscheinend schon. Gut gegen alle Arten von Wegweg. Hilfrei! Siehst du da? Das ist ein Schreinteil! Yeah! Das ist ein Schreinteil! Ich brauche einen Shop. Dann kurz zu Breithoof tippen. Lass kurz zu Breithoof, das geht schnell. Schau mal, die Stadt da drüben. Oder wir gehen da rein, okay. Sein, Da ist doch bestimmt, oder? Es ist eine. Könntest du mich wohl in die einfach Richtung hingucken. Setzen? Ich wäre dir sehr dankbar. Die verdammte Stadt ist von einer riesigen Bohnenstange hochgehoben worden. Normalerweise fände ich das klasse, aber dann bin ich hergekommen, um nach dem frischen Laub zu sehen. Denn sowas liebe ich. Aber hier oben sind richtig böse Pflanzen, Mann. Richtig böse. Sie greifen die Stadtbewohner an. Hilf mir mal. Voll. I like that. I liked it. Ich find's auch so schön, dass wirklich a Brick der fucking Fairy Punchmaker ist. Zauberschlagfee. Zauberschlagfee ist auch genial, doch. Glaub nicht, dass ich dich nicht riechen kann. Sieht aus, als wäre da alles in Ordnung. Abgesehen von der riesigen Bohnenstange. Ich sollte mal nachsehen. In der Tat, edler Held, war oben auf der Bohne gar nichts in Ordnung. Denn die magische Bohne war böse. Oh nein. Was ist das für ein Riesengebiet? Es warten neue Abenteuer in der neu renovierten Stadt Treibholzen. Gib dein Gold am einzigen Automaten aus, der den Segen der Königin hat. Auf den Haufen. Ein oh, warte, wir haben. Ich hab. Ein besseres Schwert. Nein! Böse Pflanze! Muss ich etwa meine Heckenschere holen? Oh. No! Geralt! Also das sind wirklich böse Pflanzen. Ah, nein! Oh ja, ganz genau. Ja, den gleichen Fehler habe ich auch gemacht und bin gestorben damals. Kleine Sache, die Tina sich ausgedacht hat. Hey, lass doch die nette Pflanze in Ruhe. Okay, fuck it. Oh, das macht ja auch hart Damage. Boah, das Schwert ist langsam. Aber irgendwie schon episch. Da herrscht ein ziemlicher Tumult. Klingt nach Spaß. Wer ist da?
hilfst mir besser, wer auch immer du bist. Hey, verdammt bin ich froh, dich zu sehen. Dann hast du meine Nachricht gekriegt, oder? Dann weißt du in etwa so viel darüber, was hier los ist wie ich. Wir müssen die Leute retten. Treffen wir uns weiter vorn. Ganz genau. Es ist ein alter Kumpel, die Faustschlagfee. Und gemeinsam werdet ihr dem Bösen in den bösen Arsch treten. Macht weiter, Schicksalsbringer. Denn das Böse tritt sich nicht von selbst in den Arsch. Auch wenn das wieder lustig aussehen würde. Ui, eine Rutsche. Kannst du in der Mitte abspringen? Ah ja, sehr schön. Ihr habt eine Gedichtseite gefunden. Was ist denn da drüben? Oh, das Shotgun. Ist eine Gedichtseite, Baby. Ah. Oh nein, ich hasse die. Ich hasse die, die so schießen. Guckt euch jemand an. Die Nachladeanimation ist zwar cool, aber nee, danke. Idiot. Da ich ja fast ein bisschen Mitleid mit dir. Also eigentlich nicht. Aber nur fast. Hier geht's zurück. Hast du es getestet? Vielleicht geht's nicht zurück. Es geht zurück. Ah, der hat ein bisschen Würfel. Wait, what? Was ist das? Was war das so? Ein Ring. Oh ja, okay. Alter, wie cool. Schutz ist dazu da, durchbrochen zu werden. Lol, einfach legit in so einer Scheißbox. Ohne Sinn. So ein mörderischer Pilz. Oh. So. Oh, ich mach Hackfleisch aus dir. Wie ist das bei deinem Solo-Spielstand mit Legendaries? Unter 10 noch, also so. Aber ungefähr gleich auf mit uns, würde ich sagen. Wir haben Punkt hier. 3, 4. Nee, wir haben schon ein paar Sachen bekommen. Komm her. Jo. Okay. Der fucking. Ich hasse diesen Ping. Einmal fürs Reverb, ist das so nervig. Ich meine, ich wollte dich gar nicht wiederbeleben. Oh, ja, okay, dann ist verständlich. Ein bisschen sterben lässt den Adrenalinspiegel steigen. Ein bisschen sterben lässt den Adrenalinspiegel steigen. Jawoll! Ich bin mir nicht ganz sicher, aber hey. Okay. Was? Da hinten ist ein Schreindings da. Ich gehe schon mal vor. Na, du kannst doch eh nicht holen. Oh, stimmt. Dann folge mir, ich zeig dir den Weg. Hä, ist doch hier. Oh. Hier, du musst erst hier hin, erst hier hin. Ja, ich lauf hier. Dann da hinten. Und jetzt hier, wo ich bin. Unten. Komm zu her. Dreh dich um. Runter. Ach so, ich. Ah. Oh. Was? Das war absichtlich unfair. Armin, ich wollte da eh noch runter. Aber ich dachte halt. Später. Ich hab's halt erstmal verkackt, weil ich's nicht gewusst habe damals. Ich habe einen grünen Daumen und jede Menge Waffen. So. Das lobe ich mir. Mir nach. Ich spüre böse Schwingungen in dieser Richtung. Meine Feenschnurrhaare kribbeln. Feenschnurrhaare sind übrigens unsichtbar, weil magisch. Kommst du zum Obelisken? Ja, on the way. Feuer! Oh boy.
Ich mal kurz die Wyvern, dann hol ich mir kurz was zu trinken. Hier sind auch gar keine goldenen Würfel und so, ne? Ich habe einen eingesammelt. Und wie gesagt, ein paar müssten ja schon eingesammelt sein. Oh, du lebst ja wieder bei mir. Ja, wahrscheinlich Map gewechselt. Das könnte sein. Hammer der Ewigkeit! Wer ist jetzt hier der Alpha? Das ist mein Junge. Wie viele Wyverns noch? Ja, fliegende Gegner sind ätzend. Du bist gruselig. Was? Aber du bist welches ist denn der Boss? Ich dachte, der der Obelisk steht noch. Okay, komm. Ich sehe halt nichts, dazu gerade verreckt bist. Sorry. Warum ist hier ein Schneeball, der mal auf mich zukommt? Was da lag? Ist meiner. Wieso folgt er mir? Wieso er dir gefolgt ist, weiß ich nicht. Du brauchst keine Angst haben. Ein Schneeball will ich nur töten. Ah, da ist der. Oh Gott. Level ab, so, lauf kurz durch die Map rum, ich will was zu trinken. Viel Glück. Wir greifen noch Gegner an, okay? Ja, das ist easy. Hey, ich habe überlebt. Cool. Ich habe ein Portal in der Luft gefunden. So reingesprungen? Gleich. Da bin ich zum ersten Mal aus Versehen reingesprungen. Von hier befindet sich einer von meinen Schussern. Zerschmetter ihn und lass meine Erinnerungen raus. Hier waren Schusser. Ach, das ist eine böse Blume und sie verbreitet böse Stimmung. Ich würde zuerst die Nebenquests machen. Jo. Ich rede mit Brick. Das muss die Kraft. Nein, der Faustschlag. Nicht da. Sekunde, ich mache eben mein Fehlding und vertreibe das Böse. Who? He's gone. Das ist eine kleine Fee. Oi, süß. Wir müssen die anderen Dinge auch reinigen, wenn wir den Parasiten erreichen und die Bohnenstange retten wollen. Heb mich hoch! Oh, ist er nicht süß und so winzig klein und aufhebbar? Ich spüre noch drei dieser bösen Blumen in meinen Feenschnurrhaaren. Die nächste ist am Leuchtturm. Ich glaube, also China sieht Brick halt echt so. Wie eine kleine Fee. Ich glaube. Und aufhebbar. Dings, warum ist da...
Was das scharf? Ah, mit ein bisschen mehr Movement Speed. Ja, das scharf. Ich habe das Gefühl, das würde aber nicht für uns funktionieren. Sicher? Du musst dich nur als scharf identifizieren. Aber das geht nur in der deutschen Version. Ist überhaupt noch Zeit für eine Nebenmission? Ja, nein, vielleicht? Nö, also zum Annehmen ja, aber nicht zum Essen. Achso, schade. Und dann warte ich noch kurz, bis ich esse. Hoch oben über den Wolken auf der großen Bohnenstange benötigt eine klitzekleine Sache eure Aufmerksamkeit. Ein Zauberer braucht etwas Hilfe bei einer Sache. Na los, hilft ihm. Für Geld und Zeugs. Achso, hier durch. Wäre keine lange Quest, Zwinker, Zwinker. Ja? Ja, echt nicht. Keine lange oder eine lange? Keine lange. Achso. Ja, dann machen wir sie halt noch. Jetzt, halt, die heißt ein kleiner Gefallen. Wir machen es im nächsten Part. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hans-Peter und Nico, ciao. Also, ich bin noch in der Aufnahme drin. Ich habe in RuneScape die Quest ein kleiner Gefallen gespielt. Die ging 3 Stunden lang. Ciao.